Die Aktienmärkte der Wall Street feiern eine Party, weil wir einen massiven Absturz am US-Immobilienmarkt sehen. Aber es gibt im Angelsächsischen das Sprichwort Be careful what you wish for. Sei vorsichtig damit, was du dir eigentlich wünschst, denn da kommt ein Tsunami auf uns zu. Der hat sich gewaschen und dann wird unser Problem nicht sein, ob die Fed möglicherweise jetzt ein bisschen langsamer macht oder sogar aufhört mit den Zinsanhebungen, sondern dann wird sich die Frage stellen, wie kriegen wir das Ganze irgendwie nochmal gerettet? Und diese Frage stellen sich die Aktienmärkte jetzt noch nicht, aber sie werden sich irgendwann diese Frage stellen müssen. Aber heute eben Rallye, Erleichterung, wir haben schwache Daten, wir sehen, dass die US-Wirtschaft dadurch sehr schnell abkühlen wird, denn wenn der Immobilienmarkt sehr schnell abkühlt, dann ist das nicht nur deflationär tendenziell, denn wir erinnern uns vor allem diese Komponente Homeowners Equivalent Rent ist ja mächtig in der Inflationsberechnung, fallen jetzt die Hauspreise, dann wird auch diese Owners Equivalent Rent Berechnung fallen, das ist also gut auch für die Märkte zunächst. Aber wie gesagt, da hängt viel, viel dran und dann kriegst du einen Tsunami, den du nicht wieder einfangen kannst. Und diesen Tsunami, den wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zunächst mal, hier sehen wir die Preise, die vom Case-Shiller-Hausmarkt-Index in den 20 größten und wichtigsten Städten der USA ermittelt werden. Und wir hatten letzten Monat schon einen Rückgang und jetzt hatten wir in diesem Monat, wie heutige Daten gezeigt haben, den größten Rückgang seit der Finanzkrise, 1,3%. Das ist ein richtiger Schnaps im Vergleich zum Vormonat. Wir sehen also, dass die Preise fallen. Und was ist dann passiert? Zunächst mal ist das zwar jetzt ein großer Rückgang, und zwar in allen Städten. Es gibt ausnahmslos keine einzige Stadt, Großstadt in den USA, in dem die Preise nicht gefallen sind. Der zweite Rückgang, wie gesagt. Und das bedeutet, dass im Shelter diese Komponente in der Inflationsberechnung, die ja ein Drittel der gesamten Gewichtung ausmacht, dass die nachlassen wird. Und das ist etwas, was die Märkte heute gefeiert haben. Was bleibt jetzt in Sachen Inflation in den USA? Da sind die Löhne. Das ist sozusagen jetzt der Inflationstreiber, der hier noch übrig bleibt. Und eines bemerkt hier Peter Schiff, das ist natürlich auch der Fall, trotz dieses massiven Rückgangs jetzt bei den Hauspreisen, bleiben viele inflationäre Komponenten bestehen. Zwar mögen die Kosten für den Kauf eines Hauses fallen, aber die Kosten, um eins zu haben, dürften auch weiter steigen. Eben die Mortgage Rates, Insurance-Versicherungen, Utilities, Gas, Strom und so weiter, Steuern, Unterhalt insgesamt. Also das ist vielleicht eine sinnvolle Einschränkung. Aber jetzt gucken wir mal, was die Märkte aus diesem Case-Shiller-Hauspreis-Index gemacht haben, der um 15 Uhr veröffentlicht wurde. Und normalerweise ist das so ein Konjunkturdatum in den USA, das man wahrnimmt. Okay, ja, schauen wir uns mal an. Aber normalerweise erfolgt dann null Reaktion an den Märkten. Hier sehen wir den Dollar-Index und die Veröffentlichung des Case-Shiller-Hauspreis-Index. Und dann machte es plumps. Der Dollar stürzte ab. Und Sie wissen, wenn Sie regelmäßig meine Videos gucken, meine Damen und Herren, dann ist der Fall des Dollars und der Fall von US-Staatsanleihenrenditen gut für die Aktienmärkte. Und umgekehrt, jetzt also fallender Dollar und fallende Renditen und die Aktienmärkte haben sich gesagt, das ist schick, denn das reduziert den Stress im System. Hier sehen wir den Dollarindex im Chart von Capital.com, ziemlich dicker Move nach unten und der Dollar sieht jetzt ebenso wie die Anleiherenditen ein bisschen toppisch aus und das, wie gesagt, sind gute Nachrichten für die Finanzmärkte insgesamt, denn Dollaranstiege, hier sehen wir es, in den letzten Jahrzehnten haben immer zu einer massiven Krise geführt. Hier zum Beispiel China Devaluation, also China hat seine Währung abgewertet, da gab es ja massive Bewegungen an den Märkten. Finanzkrise, Hausblase geplatzt, Tech-Bubble platzte und so weiter, mexikanische Schuldenkrise, russische Schuldenkrise, also wo der Dollar stark ist, da ist die Krise nicht weit entfernt, meine Damen und Herren. Also, nach wie vor gilt eben schwächerer Dollar, niedrigere Renditen, das ist gut. Kommen wir noch mal kurz zurück hier zu den Hausmarktdaten. Wir sind am Anfang einer Bewegung, die sich dann sehr, sehr schnell dominoartig
wie fallende Dominosteine beschleunigen wird. Und das wird dann auch wieder schwer sein, in der Dynamik aufzuhalten. Wir sehen, dass jetzt diese Preisdynamik in den letzten Monaten komplett gebrochen ist, jetzt nach unten zeigt. Und wir sehen das auch bei den Rents, bei den Mieten in den USA, die jetzt im Oktober deutlich gefallen sind, im September schon leicht rückläufig gewesen sind. Also diese Dynamik, diese Sticky Inflation wird auch nachlassen und deshalb diese Erleichterung der Märkte, die sich gesagt haben, ja, wir haben solche Komponenten gebraucht, Fahrzeuge, okay, wir haben die Transportkosten sind niedriger, etwa im Shipping-Bereich, also im Schiffsverkehr. Lieferzeiten verkürzen sich, alles gut, aber wenn du diese Sticky Inflation nicht loskriegst, diese klebrige, diese dauerhafte, etwa bei den Mieten oder bei den Owners Equivalent Rent, dann hast du ein Problem, dann hilft das alles nichts, denn die Fed achtet sehr drauf. Jetzt haben wir Anzeichen, dass praktisch auch diese Sticky Inflation nachlassen wird und deshalb die Freude an den Märkten. Es gibt da noch einen zweiten Index, der veröffentlicht wurde heute, FHFA House Price Index, und hier sehen wir auch, wie der Anstieg, und jetzt kommt sozusagen diese Kurve nach unten, und wir sehen, dass etwa auch in Deutschland Auftragseingang im Baugewerbe deutlich rückläufig. Die leben alle nur noch von Aufträgen aus der Vergangenheit. Neubau praktisch null, ist nicht mehr vorhanden, rechnet sich nicht mehr aufgrund der Energiekosten, aufgrund der Baukosten, aufgrund all dieser Probleme, auch hier das Kassieren von Habeck bei den Subventionen für Erneuerbare, oder wie sagt man, mir fehlt jetzt das Wort ein bisschen, gell, das passiert selten, aber manchmal passiert mir das, also wenn man praktisch jetzt sehr energetisch sehr gut baut, ja, also dass nicht viel Energie verbraucht wird, ja, das wurde ja mal eben gestrichen, das hat dem deutschen Immobilienmarkt einen richtigen Schlag versetzt. Hier werden wir Ähnliches erleben wie in den USA, und natürlich all das kein Wunder, wenn ich etwa für eine 30-jährige Fixed Mortgage Rate 7,218% bezahle, wie das gestern der Fall war. Also, selbst wenn ich jetzt eine 5-jährige Adjustable, also die flexibel auf den Zinssatz reagiert, dann bin ich immer noch über 6%. Es gibt praktisch keinen Kredit mehr über unter 6%, und das können sich viele nicht leisten. Ist ja hier ähnlich, wenn Sie hier einen Hauskredit haben wollen, dann sind Sie schon bei 5%. Wir werden bald auf 6% wohl kommen, wie es aussieht in Europa. Also lässt die Nachfrage nach Kaufimmobilien nach. Dagegen strömt alles jetzt wieder in den Mietmarkt, weswegen die Mieten potenziell sogar steigen könnten, eben wegen der gestiegenen Nachfrage, während die Preise bei Neuimmobilien vielleicht nicht komplett fallen können, weil eben schlichtweg Bauen zu teuer ist. Da kann man das sozusagen nicht komplett unter Preis anbieten. Das wird nicht passieren, aber wir sehen eine völlig andere Dynamik eben jetzt am Immobilienmarkt. Und dieses die Wirtschaft ist stark, Narrativ der Fed, das fällt jetzt immer mehr in sich zusammen. Wir hatten etwa heute den Richmond Fed Composite Index deutlich schwächer als erwartet, minus 10, also kontrahierend. Wir haben das Verbrauchervertrauen Conference Board gehabt. Aktuelle Lage wird sehr, sehr schlecht plötzlich eingeschätzt, eben auch wahrscheinlich in Reaktion auf die Entwicklungen am Immobilienmarkt. Und wenn wir uns mal die anschauen, die Amerikaner, die leben ja alle wunderbar auf Pump, und hier die Suchanfragen auf Google, late on credit card, also wenn man mit Zahlungen im Verzug ist bei seiner Kreditkarte, da sehen wir, das erreicht ein neues Hoch jetzt. Also da geht es den Leuten schon direkt an die Substanz. Und das werden wir im Konsum merken. Der Konsum in den USA macht 70% der Wirtschaft aus. Und wenn der nicht mehr funktioniert, dann hat nicht nur Joe Biden und die Demokraten ein Problem, sondern dann hat die Fed ein Problem, dann haben auch wir ein Problem. Denn wenn die Amerikaner ein richtiges Thema haben, dann hustet und schnupft die Welt insgesamt. Hier sehen wir mal den S&P 500 und TLT, das sind langlaufende Staatsanleihen, respektive ein ETF darauf. Einer davon lügt. Wer aber lügt? Der Aktienmarkt oder der Anleihemarkt? Wir wissen, wir hatten einen Crash gesehen am Anleihemarkt. Renditen sind gestiegen, obwohl sich die Zeichen ja deutlich verschärfen und verstärken, dass wir einen deutlichen Abschwung der Wirtschaft sehen. Und normalerweise heißt Abschwung der Wirtschaft fallende Renditen, aber die Renditen sind weiter gestiegen. Deswegen stellt sich die Frage, wer hier lügt. Und ich glaube, dass die Anleihemärkte diesmal falsch liegen. Und das ist selten genug in der Geschichte, denn normalerweise sind die Aktienmärkte so ein bisschen mit langer Leitung versehen und die Anleihemärkte viel schlauer. Aber heute booms die Rendite nach unten. Hier auf 4,07%, jetzt praktisch beim 200-Stunden-Moving-Average.
wichtiges Niveau. Da hat es erstmal angehalten, aber wir sehen jetzt einen praktisch völlig überhitzten Markt, nämlich mit permanenten Anstiegen der Renditen und fallenden Kursen. Eine Extremsituation, die sich normalerweise irgendwie ausbalancieren muss. Deswegen denke ich, werden wir jetzt weiter fallende Renditen sehen, was wiederum gut für Aktienmärkte ist. Und das bringt dann viele, die eben short positioniert sind, das sind Hedgefonds, das sind CTAs, amerikanische Vermögensverwalter, das sind Player, auch Privatinvestoren, die meinten, okay, jetzt geht es richtig nach unten, die werden möglicherweise ganz schön auf den falschen Fuß erwischt. Und wie es so ist, wenn die Kurse dann weiter steigen, dann müssen diejenigen, entweder die nicht dabei sind, sich einkaufen, A, oder B, diejenigen, die sogar short positioniert sind, müssen dann ihre Short-Positionen eindecken, mit der Folge, dass sie faktisch kaufen, was dann die Kurse weiter nach oben treibt. Also da kann Mechanik jetzt eine Rolle spielen. Eine Bemerkung noch, meine Damen und Herren. Wir haben gesehen, dass die Renditen deutlich gestiegen sind. Aber wir sehen, dass im Junkbond-Bereich so wenig Emissionen von Junkbonds passieren wie eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Da ist der Rückgang jetzt etwa 73% zum Vorjahr. Das heißt, immer weniger Unternehmen sind in der Lage, solche Junkbonds zu platzieren, eben weil die Renditen so deutlich angestiegen sind. Und achten Sie mal auf den HYG etwa. Das ist ein ETF, das die Junkbonds abbildet. Da könnte etwas passieren. Wenn da nämlich dann die Renditen nach oben schießen, was ja einigermaßen moderat nur abgelaufen ist, wenn wir uns das Drama bei den Staatsanleihen anschauen, müsste man ja eigentlich erwarten, dass die viel bonitätsschwächeren Junkbonds eigentlich viel mehr Panik, viel mehr Stress haben. Das ist bisher erstaunlicherweise nicht passiert. Wenn es da losgeht, dann kann ich Ihnen sagen, dann wird es turbulent. Und ja, die Fed hat natürlich überzogen, erst zu lange gepennt, dann totale Vollbremsung. Hier sehen wir mal den Vergleich zwischen der Inflation und den Prices Paid, den gezahlten Preisen bei den Einkaufsmanager-Indizes, und die weisen schon lange in der Dynamik deutlich nach unten. Dementsprechend wird auch die Inflationsdynamik in den USA, Europa, anderes Thema, nach unten weisen, und das wird sich dann durchsetzen. Wir haben ja die Fed jetzt schon blinzeln sehen. Das könnte dann mit den Zahlen zur Inflation im nächsten Monat vielleicht ein richtiges Zucken werden im Auge. Und das wiederum könnte bedeuten, dass dann Renditen weiterfallen, der Dollar weiter fällt, was für die Aktienmärkte gut wäre, aber dann praktisch doch wieder indirekt inflationär wäre. Denn warum haben die Amerikaner im Vergleich zu anderen Ländern noch eine einigermaßen kontrollierte Inflation, weil der Dollar so stark ist? Also die importieren eigentlich Deflation aufgrund des starken Dollars. Wenn der Dollar schwach wird, dann würden das auch wieder Inflationsdynamiken praktisch in Kraft setzen. Und wir sehen, und das finde ich interessant daran, die Amerikaner glauben doch zu einem großen Teil, dass die Zukunft ihrer Kinder materiell besser sein wird als ihre eigene. Und das zeigte, dass ja dieser Wohlstand ja hauptsächlich durch das Gelddrucken der Notenbank zustande gekommen ist. Man glaubt also ein Stück weit, dass das wirkt. Und wir werden aber jetzt dann wohl absehbar die Zeche dafür zahlen müssen. Du kannst keinen Vollrausch dir antrinken, ohne dass du am nächsten Tag irgendwie auch Kopfschmerzen hast. Hier sehen wir, das mit den CTAs hatte ich eigentlich schon gezeigt, dass natürlich die Marken jetzt näher rücken, wo die praktisch eindecken müssen. Und hier sehen wir nochmal, was jetzt an Berichtssaison kommt. Heute 22.05 Google und Microsoft. Über Google werden wir bei Finanzmarktwelt berichten. Schauen Sie da mal rein. Das wird natürlich wichtig, dann morgen Meta und dann am Donnerstag natürlich extrem wichtig, Apple und Amazon. Und apropos Apple, hier sehen wir, dass etwa 60-70% der Produkte von Apple werden in China hergestellt. Dann haben wir 18% der jährlichen Umsätze von Apple in China. Man könnte also sagen, dass Apple relativ viel Exposure nach China hat. Und diese Risiken sind nicht eingepreist, dass Apple hier praktisch eine Achillesferse hat, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Amerikaner ja aktiv versuchen, praktisch China klein zu halten, indem man bestimmte Chips nicht exportiert, indem man Huawei angreift etc. Im Grunde ja diese Politik von Trump fortsetzt, nur mit etwas sanfteren Bandagen, könnte man sagen. Da wird China auch irgendwann zurückschlagen, beziehungsweise jetzt durch diese
maoistische Wendung nach dem Volkskongress durch Xi Jinping, könnte da bald was kommen. Das nur mal als Ansatz, dass da vielleicht Risiken nicht bepreist werden. Wenn wir von Apple sprechen, sprechen wir auch von Kalifornien. Und hier, meine Damen und Herren, und dann schlagen wir die Brücke zu uns hier nach Deutschland. Wir sehen, dass Kalifornien offenkundig dabei ist, jetzt Deutschland zu überholen als Nummer 4 der Weltwirtschaften. Das zeigt so ein bisschen, wie es mit uns geht, und es zeigt, wie es anderen geht, wobei Kalifornien auch seine Probleme hat, hat ähnliche Energieprobleme übrigens wie wir auch. Und die haben ja noch ein einziges Atomkraftwerk, das soll aber auch abgeschaltet werden. Da setzt man auf erneuerbare Energien, und nicht zufällig ist dort der Strompreis am höchsten in den USA auf der einen Seite, und die CO2-Bilanz hat sich durch diese vermeintliche grüne Wende auch deutlich verschlechtert. Irgendwas stimmt da nicht, müsste man eigentlich mal eins und eins ideologiefrei zusammenzählen, pragmatisch, aber das passiert nicht, gell? Man hängt einer Religion an und ist eben gerne religiös, weil es ein Glaubenssystem ist, was die Welt zu erklären scheint und was das eigene Ego dann sozusagen auch zum unmittelbar und absolut Guten stempelt, während die anderen eben böse sind. Fossile Energie, all das noch wunderbar gesalzen mit Apokalyptik. Morgen geht die Welt unter, wenn wir nicht jetzt, Sie wissen, letzte Generation, dann kleben wir uns mal fest. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich einer und klebt sich bei mir an die Haustür fest, ne? Dann überlege ich mir, was ich da mache, wie ich ihn da wegkriege. Das müsste ich dann einmal schauen, ob ich da einen Bulldozer habe. Ja, was dann passiert, das werden wir dann einmal sehen. Aber insgesamt sehen wir, dass der Gaspreis weiter unter Druck ist. Plötzlich zu viel Gas. Da ist natürlich dieses ganze Flüssiggas extrem profitabel. Dann haben alle versucht zu liefern. Und jetzt fehlen schlichtweg die Terminals. Jetzt ist zu viel Gas da. Die Lieferung auf den Schiffen ist wiederum extrem teuer. Robert Habeck dann mit einer Jubelarie, aber natürlich gepaart mit dem Satz, aber sparen müsst es trotzdem am Gas, gell? Das ist doch eine gute Sache. Und wegen dem Gas und wegen der Inflation, und erinnern wir uns, die Inflation ist ja schon vor Putins Krieg deutlich angestiegen, weil die Energiepreise schon im Jahr 2021 deutlich angestiegen sind. Und warum sind die angestiegen? Weil wir eine so tolle Energiepolitik betreiben, die natürlich die Energiepreise nach oben getrieben hat. Wenn du alles abschaltest, dann denkt sich der Markt, dann wird das Angebot geringer, dann erheben wir mal die Preise an. Das ist eben Angebot und Nachfrage. Und jetzt kriegen wir dafür dann wieder hintenrum sozusagen, links aus der Tasche nehmen sie es uns raus, rechts aus der Tasche kriegen wir dann ein bisschen Kleingeld zurück. Das ist die Inflationsausgleichsprämie. Und die können Sie ab morgen, oder können Unternehmen ab morgen offiziell dann ausschütten, wenn Sie also jetzt einmal zu Ihrem Arbeitgeber gehen und sagen, du, pass mal auf, ich habe da eine Idee, 3000 Euro. Sind das brutto für netto, wenn das irgendwie als Bonus oder wie auch immer ausgeschüttet wird? Schauen Sie sich das mal an. Und das haben wir so ein bisschen ins Rollen gebracht bei Finanzmarktwelt, weil wir eine Anfrage gestellt haben. Und das muss erst irgendwie im Bundesanzeiger veröffentlicht sein, aber jetzt ist das der Fall. Erste Empfehlung also, dieser Inflationsausgleich, sollten Sie sich unbedingt drum kümmern und deswegen lesen. Zweite wirklich interessante Thematik. Meloni kritisiert Anhebung der Zinsen durch die EZB. Hurra, jetzt geht es los. Die Meloni, die Ministerpräsidentin Italiens von den Fratelli d'Italia, fängt jetzt an zu kritisieren. Hey, warum hebt ihr die Zinsen an? Damit schadet ihr die Leute, der Familie, tutto. Lass mal stecken. Und auf der anderen Seite ist Meloni sehr abhängig von der EZB. Also das wird noch eine ganz lustige Geschichte. Von der Leyen und Scholz haben ja Meloni herzlich gratuliert. Herr Lauterbach fand es nicht gut, dass da gratuliert wurde, gell? Aber der hat ja auch offenkundig ganz andere Themen, der Herr Lauterbach, über die wir jetzt nicht philosophieren wollen. Also zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich empfehle mich, wünsche das Allerbeste und sage Servus, ciao.